Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu Necromon. So, wir können uns jetzt auch endlich mal die Karte anschauen. Die scheint jetzt auf dem ersten Blick vielleicht nicht so groß zu sein. Aber vielleicht geht's unten halt nur weiter. Ich weiß es halt selbst nicht, ne? Wir werden es dann auch noch irgendwann erfahren. Ich glaube, da oben ist die Dracheninsel, wo wir jetzt letztens waren. Und ja, ne? Dann gucken wir jetzt einfach mal. Ach, ich habe außerdem einen neuen Teamkamerad. Und zwar Dayam. Den habe ich mir gefangen. Ich fand den doch relativ süß. Hab die anderen Pokémon auch so ein bisschen zumindest trainiert. So auf Level 8 circa. Die anderen Nexomons. Und jetzt gehen wir zur Gilde, um unsere Belohnung abzuholen. Glaube ich zumindest. Gut gemacht, Moritz. Ich habe nicht weniger erwartet. Das hier ist deine Belohnung dafür, dass du deinen Klienten beschützt hast. 500 Gold. Nice. Es ist nicht viel, aber für schwerere Missionen werdet ihr interessantere Dinge bekommen. Können wir über dieses, du weißt schon, Ding sprechen, das uns fressen wollte? Na gut, ihr habt euch eine Erklärung verdient. Okay, wo ist die Erklärung? Oh, da ist sie. Oh, sind die groß. In eben diesem Augenblick bekämpfen sich die Nexomon unserer Welt, Moritz. Sie versuchen, den König der Monster Omnicron zu ersetzen. Ein starkes Monster, das vor tausend von Jahren besiegt wurde. Seither versucht jedes Nexomon als der neue König angesehen zu werden. Das ist der Grund, weshalb unsere Welt so miserabel ist. Wir sind inmitten eines lächerlichen Machtkampfes der Monster gefangen. Warte, tausende von Jahren? Wieso haben sie ihren König noch nicht gefunden? Das ist das Problem, niemand weiß es. Und wenn es so weitergeht, werden Menschen diesen Krieg nicht überleben. Wie auch immer, eine Art besonders starker Nexomon kam in den letzten Jahren auf. Wir nennen sie Tyranten. In vielerlei Hinsichten erinnern ihre Kraft und Intelligenz an Omnicron. Nivalis ist eine von ihnen. Die Tyranten sind ein Omen. Wenn jemand die Krone erobert, dann wahrscheinlich einer von ihnen. Okay. Sind einfach nur die Dynamax-Pokémon. Und das ist es im Groben. Verrückte Nexomon, die sich gegenseitig auslöschen und dabei die Menschheit an den Rand des Abgrunds treiben. Aber mach dir darüber noch keine Gedanken, Moritz. Ich habe eine wichtige Aufgabe für dich. Also konzentriere dich bitte. Okay, und was? Oh, da kommt der alte Opa. Hallo, Moritz. Ich habe eine eher dringende Aufgabe. Okay, und was? Hey, was ist los? Ich rede nicht um den heißen Brei herum. Das Waisenhaus wird angegriffen. Ja, stimmt, wir sind ein Waisenkind. Was? Aber warum? Der Grund dazu ist egal. Sie müssen aufgehalten werden. Das ist eine gefährliche Mission. Ihr werdet mit Ross und Nora zusammenarbeiten. Wenn ihr drei zusammenarbeitet, sollten keine Probleme auftreten. Okay. Ich habe schon keine Ahnung mehr, wer Ross und Dingsabus waren. Bitte bereitet euch gut vor. Diese Stadt hat ein Heilzentrum und einen Laden. Vergesst das nicht. Sobald ihr bereit seid, verlasst die Stadt im Süden. Wir zählen auf euch. Ross und Nora warten. Okay. Cool. Wir haben eine neue Mission. Du hast gerade eine story-relevante Quest erhalten. Aber es gibt noch eine Menge anderer Nebenquests zu erledigen. Halte nach Charakter in Aussicht, die mit einem Stern. Blablabla. Ja, das wissen wir momentan. Das wissen wir alles. Danke. Oh, vielleicht entwickelt sich in diesem Part mein Pokémon. Ich denke, es wird drei Entwicklungen haben. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß, wer nie ohne Seife. Ja, hier unten ist Süden. Eben mal den tollen Spruch hier, ne? Den Merksatz. Aufzählen. Ich habe außerdem aktuell 633 Geld. Wie heißt das hier? Ich weiß gar nicht, wie die Währung hier heißt. Ich denke Geld. Irgendwie so. Zerspringen. Holzhacken. Krieg ich eine Axt von dir eigentlich? Nee, okay. Okay, dann tschüss, kleiner Holzaxi. Wow, dann hätte ich mich auch eigentlich hierhin teleportieren können. Ganz ehrlich.
Ich habe extra gesagt, ich soll die Stadt in den Süden verlassen, ja? Aber lächerlich. Ich hätte mich hier teleportieren sollen. Ganz ehrlich. Warum schicken sie uns alle vier? Ich hätte es auch alleine geschafft. Und warum ist Coco hier? Moritz kann nicht sprechen. Soll wirklich er mit den Kidnappern verhandeln? Verhandeln? Bring mich nicht zum Lachen. Wir werden einfach die Vordertür umhauen und sie zusammenschlagen. Beruhig dich doch. Oh. Oberste Priorität ist es, die Geiseln zu befreien. Außerdem müssen wir dahinter kommen, was die Beweggründe hinter dem Angriff sind. Ein Waisenhaus anzugreifen macht eigentlich keinen Sinn. Beeilen wir uns, das könnte unsere Chance zur Beförderung zu Silbertämern sein. Alles klar. Alles klar. Uhu, ich hau ab. Nee, Spaß, ich geh rein. Und guck mal, wer hier drin ist. Noch sehe ich hier niemanden. Hier ist die Tür auf. Wir gehen mal. Nein, du bist es nicht. Du vielleicht? Nee, falsches Kind. Oha, verflixt. Du bist auch nicht der Richtige. Ich kann meinem Glück kaum glauben. Uns geht die Zeit aus. Es wird nicht erfreut sein. Oh, ich bin es bestimmt, oder? Wer ist da? Ey, ein Gildenmitglied? Ach so, sind Sie bereits auf dem Weg? Ja, natürlich sind wir auf dem Weg, denn wir sind Team. Oh, hast du eine coole Pflanze? Genau, das Team sind wir. Wir sind Team, du hast eine coole Pflanze. Oh mein Gott. Das ist echt cool. Ich kann gar nicht sagen, an was mich das erinnert. Ich hatte eigentlich an Brokkoli gedacht. Aber das ist auf jeden Fall kein Brokkoli. Ganz ehrlich. Oh Gott. Blitz. Blitz ist gut. Aber bitte nicht einfrieren, Gekogo. Gekoko. Ich nicht einfrieren. Das ist das Schlimmste. Aua, aua. Gut gemacht, gut gemacht. Jetzt noch den hier mit Impulsdings. Super gemacht. Gekoko. Nice. Oh nein, der hat nur eins. Geist. Okay, okay. Ich wechsle mal lieber aus. Ich habe auch einen Geist-Typ. Hallo. Phantomschlund. Mal gucken, was das ist. Bin gespannt. Sieht schön aus. Schwarze Flamme. Ah, schwarze Flamme ist auch. Gefällt mir auch sehr. Dunkle Flamme ist etwas kleiner, aber hat die gleiche Animation. Okay. Oder? Ja, hat die gleiche Animation. Sehr schön. Sehr schön. So, ich habe euch befreit, ne? Wollt ihr Autogramme? Ihr habt uns gerettet, ihr habt uns gerettet. Das war unglaublich. Hey, diese Banditen sind auf der Suche nach einem bestimmten Kind. Ihr müsst sie aufhalten. Ein bestimmtes Kind, das ist merkwürdig. Wir sollten es von... vor ihnen finden. Ja, das sehe ich auch so. Schnell raus hier. Scheinbar gibt es nur ein paar Geiseln. Lass uns weitersuchen. Ja. Das machen wir. In der Tat. Soll ich mein Pokémon vorher heilen? Mein Nexomon. Vielleicht machen wir das mal eben. Ja, denn ich möchte eigentlich, dass sich mein Starter jetzt langsam entwickelt. Denn das ist ja jetzt, glaube ich, schon der 6. Part, ne? Da wird es langsam mal Zeit, denke ich. Ja. Ja, ja, ja. So, gehen wir erst in den Lagerraum? Ja, ne? Ich denke, die sind alle oben. Ah, da sind sie ja. Hallo. Ist das Ross? Weiß ich nicht. Ja. Komm her, Feigling. Du kannst nicht einfach so in mein Zuhause einbrechen. Lass mich los, dummes Kind. Du verschwendest meine Zeit. Ich muss das hier für meinen Herrn finden. Dann kämpfe gegen mich, komm schon! Um den Tisch umlaufen. Wer hat das nicht schon mal gemacht? In der Schule, vielleicht wenn man Fang gespielt hat oder so. Naja, ach komm schon, hast du Angst vor einem Bronze-Tamer? Oh, jetzt haben wir ihn. Ach, noch ein Tamer der Gilde. Jetzt haben wir dich. Oh, Doppelkampf? Gibt's sowas hier? Nee, gibt's nicht. Ah, oh, das sieht auch gut aus. Sieht echt süß aus. Gestein. Oh. Den Typ habe ich noch gar nicht gesehen hier im Spiel. Cool.
sehr gut, der ist weg. Ist das, oh Gott. Wieder so. Krass Typ. Oh, 13 Schaden ist aber gut. Kugel ist ganz schön heftig. Okay, ich muss mein Pokémon gleich mal mein Nexomon wechseln. Feuer. Wird ja auch hier mal ein paar Lebens, ne, EPs bekommt. Flamme reicht, glaube ich. Ja, perfekt. Perfekt. Wow, ihr habt uns gerettet. Tamer der Gilde sind die Besten. Hm, ich mache nur meinen Job. Aber ja, ich bin schon ziemlich unglaublich. Ich bin übrigens Ross. Vergiss den Namen nicht. Das wissen wir. Du wohnst hier. Verschwinde, bevor ich dir ins Gesicht schlage. Okay. Warte mal, geht's da raus? Ah, doch, 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 doch. Da war ich schon mal. Da war ich schon mal. Okay, dann gehen wir jetzt nach oben. Team. Ich habe jetzt keine Lust, seit denen zu laufen, deswegen gebe ich dem jetzt einen Trank. Obwohl, viele Dinge hat er auch nicht mehr. Hier, bitteschön. So, und Trank. Sehr schön, das reicht. Das reicht doch. Kann ich hier auch rein? Ne, immer noch abgesperrt. Okay. Wie, hier ist keiner. Ah, hier oben. Hier oben war ich noch nicht. Neuer Ort. Oh, da sind zwei. Okay, sie sind umzingelt. Die Gildenteamer sind hier. Wir sollten abhauen. Warte, wir brauchen immer noch das Ziel. Wir können es schaffen. Wir sind so kurz davor. Alles klar. Oh, ein flammendes Schaf. Das ist echt süß, tatsächlich. Das ist echt cute hier. Aber ich muss leider dich weghauen. Es tut mir echt leid, wirklich. Hier, weg mit dir. Und, das sieht cool aus. Sieht wirklich sehr cool aus. Das, wow. Ich bin Fan, bin Fan. Also die Gestaltung der einzelnen Nexomons, die ist echt gut, wirklich. Gefällt mir sehr. Auf jeden Fall besser als Generation 5 von Pokémon. Hm, das ist ziemlich merkwürdig, oder nicht? Sie suchten nach einem speziellen Kind. Was ist los? Wie auch immer, wir sollten als erstes die Kinder befreien. Gut gemacht, Moritz, wir sehen uns. Kann ich da durch die Tür rechts? Ja! Komm, komm, komm. Oh, ich glaube, wir haben alle Kinder gerettet. Lass uns das Gebäude verlassen. Nee! Oh Gott. Ich sehe dich, Moritz. Du dachtest, du könntest mein Auge täuschen. Aber ich weiß, wofür du herbestimmt bist. Und das werde ich nicht zulassen. Oh, alles rot. Oh mein Gott. Nein, du kennst mich nicht. Noch nicht. Aber eines Tages sehen wir uns von Angesicht zu Angesicht. Und du wirst ganz genau wissen, wer ich bin. Fürchte mich, Moritz. Fürchte mich. Komm ich hier rein? Oh, Leute. Leute, das war's mit dem Part. Ich war heute etwas kürzer. Nächstes Mal wird's wieder länger. Aber ich muss jetzt leider tatsächlich weg. Und ja, ich freue mich dann auf den nächsten Part. Wirklich, es wird spannend. Bis dann, euer Kamitor rein und ciao.